Yo, was geht ab, meine Lieben? Die Prinzen am Start hier. So, heute tue ich mal einen auf Chef. Chef-Sessel. Komm mal hier. Oh, oh. Der geht ganz tief runter. Ist besser als der bei dir im Büro. Ich würde ehrlich sagen, dass meiner besser ist. Deiner ist sowieso besser, weil er ist von Mercedes und Noblechair. Eine sehr bekannte Firma. Okay, bei dir, du hast Schlafposition. Eigentlich muss ich dir den in dein Büro stellen. Damit du ein bisschen mehr arbeitest, weil Liegeposition ist gefährlich. Schlafe ich zu viel für dich? Nein, alles gut. Ja, wir haben auf jeden Fall in unseren Büros die Stühle von Noblechair, AMG-Sitze. Ich habe auch schon viele Videos gemacht, sogar so ein Chairporn auch damals gemacht von Noblechair. Und ja, die haben halt diese ganzen Gaming-Stühle und so. Und das ist gut halt für Julian, weil der hat ein Hohlkreuz. Der hat hier noch die Kisten mit drin. Und dann hat er schön. Ich bin der Stuhl zu Hause. Ich finde die mega zum Arbeiten. Hast du zu Hause auch, ne? Mhm. Von damals noch den einen. Aber war das der von AMG? Nee. Von Mercedes? Nee, den normalen. Den normalen, ne? Ja, wir haben ja viele Modelle auch schon hier gehabt. Also, egal, wenn wir jetzt gerade von Mercedes sprechen, da haben wir eine Mercedes G-Klasse bei uns in der Halle. Ich meine, der eine oder andere, der das schon in meiner Hand gesehen hat und Ahnung von Autos hat, hat sofort gewusst, dass es eine G-Klasse ist, die wir folieren, weil wir halt auch die Dinger abmachen müssen bei der G-Klasse. Ein älteres Fahrzeug, also ist ein älteres Baujahr besser gesagt. Und bei den G-Klassen ist immer das Problem, habe ich damals auch schon erklärt gehabt. Die Fahrzeuge bestehen komplett aus Metall, kein Aluminium, kein gar nichts. Blech und die rosten und die sind immer sehr rostanfällig, die G-Klassen leider. Nichtsdestotrotz kann man erstmal sehen, dass wir hier alles abgebaut haben. Wir gucken, wo hier ist. Die Dinger müssen natürlich ab, weil sonst ist es schwierig, sie zu folieren, weil wenn wir die Seite jetzt folieren würden, müssten wir hier rumherum schneiden und reinmassieren etc. Und das wäre alles natürlich viel zu aufwendig, erstens und zweitens nicht so sauber später. Aber wir machen später noch schön 3M-Kleber drauf, ne? Müssen wir alles schön sauber machen hier. Diesen alten Kleber komplett entfernen und neuen Kleber drauf machen. Weil es soll nachher wieder auch original aussehen. Und ja, Türgriffe auch komplett abgebaut. Radtauschschale sehe ich. Weil sonst kommst du auch, wenn du die Radtauschschale noch, die ist ja bis hier ungefähr die Radtauschschale, wenn wir die dran lassen, ja, und dann anfangen zu folieren, warte mal, nee, nicht bis hier hin, wenn wir das dann folieren, dann hat man das Problem, dass hier immer ganz viele Dehnstreifen zu sehen sind, weil man muss extrem dehnen und das ist nicht schön, deswegen bauen wir die komplett ab, das sind ein paar Schrauben. Bei dem Blinker ist es halt nicht wie bei der neuen G-Klasse, ist die alte G-Klasse, um diesen Blinker hier abzubauen, muss man auch komplett hier den ganzen, die Radtauschschale, wie vorhin schon gesagt, abbauen, um hier an sich zwei Schrauben ranzukommen. Ne? Eine Schraube von oben, eine Schraube von unten und diese Radkastenverbreiterung auch abgebaut. Ja. Ne? Außenspiegel abgebaut. Bei den Griffen ist das Problem auch meistens, dass die Schrauben verrostet sind. Sieht man schon den Rost, ne? Mhm. Sehr schwierig abzubekommen. Wir mussten Rostlöser benutzen. Alles Mögliche um diese Schraube und diese Schraube hier auch. Schraub das mal ganz kurz ab. Alles komplett verkalkt. Die Schraube. Hier sieht man den Kalk drin. Mhm. Sehr problematisch, ganz oft bei G-Klassen. Leider. Vom Prinzip her funktionieren alle G-Klassen gleich. Ne? Die Griffe werden alle gleich verbaut. Das ist halt so ein System, man drückt einmal rein, dann drückt man das hier komplett auf. Das haben die jetzt bei der G-Klasse nicht geändert bis jetzt. Selbst die R2021er hat das gleiche System und auch kein Softclose oder sonst was gibt es bei der G-Klasse halt nicht. Sie haben halt das ganz, ganz alte System. Mal für mich eine Frage, Aufwand. Ja. Die aufwendiger als die alte, weil die alte... Viel aufwendiger. Als die neue, meine ich. Viel aufwendiger. Weil die neue hat doch eine komplette Fahrgastzelle, ne? Hat die ja nicht... Das ist auch wieder ein Problem, war mit Gummis. Ja, mit dem Gummi und dem Wasser, was sich immer drin sammelt. Warte mal ganz kurz. Gut, sehr gut, das ist trocken. Sehr schön. Aber die neue G-Klasse ist ja eine ganze Fahrgastzelle, ne? Ja, bei der alten G-Klasse, die wir jetzt hier haben, ist halt die Sache, dass die Tür ein bisschen kürzer ist. Man hat hier eine komplette ganze Zelle, die foliert werden muss. Hier genauso, hier kommt es einmal so und dann ist die Tür einzeln. Was heißt schwieriger? Also schwieriger ist es nicht, es ist vom Prinzip her
der gleiche Aufwand eigentlich. Ob du nun einzeln folierst oder komplett folierst, ist irrelevant. Einzige, was hier halt nur schwieriger ist, ist den Wagen zu zerlegen, wo mehr Aufwand ist. Wie gesagt, bei der alten hat man auch die Radkasten, diese Radkastenverbreiterung hier, die sind ein bisschen geklipst, da nimmt man die raus, ein paar Schrauben, hier hast du aber natürlich 1 Million Schrauben, hier hast du vorne den Blinker, wo du nochmal von innen rein musst. Hier müssen wir gleich mal gucken, wie hier rankommen, wir müssen innen auch die Verkleidung komplett abbauen. Ja, hier sind die Klasse, kriegt jetzt eine Farbe, die natürlich extrem auffällig ist. Neon Acid Lime Matt. Wir haben letzte Woche noch eine Atlas ausgemacht in Glanz mit Metall. Hier ist hier ein Matt. Von der Firma TechWrap. Eine richtig kranke Folie. Die hat aber selbst die hat ein ganz kleines bisschen Metallic-Pigmente mit drin. Hat so einen Perlmutt-Effekt. Das heißt, wenn man von verschiedenen Blickwinkeln guckt, ändert sich die Farbe ganz leicht. Das ist jetzt kein Flipflop, sondern so ein Perlmutt-Effekt. Ja, ich bin mal gespannt, wenn die erste Seite schon folliert ist, wie es aussieht. Es wird auf jeden Fall leuchten, würde ich mal sagen. Der Kunde war angetan von Enno seiner G-Klasse. Enno hat ja Babyblau bekommen. Ja. Und er will es exakt so haben, nur in diesem Neongelb. Mit dem schwarzen Akzenten überall. So. Das kommt ziemlich geil, glaube ich, cool. Mit der Farbe nachher. Hat das Video von Enno damals also gesehen? Auch die Bilder. Sehr schön. Ja, also Stoßstange, Radkastenverbreiterung, Stoßstange hinten, Dach, bleiben in einem dunklen Schwarz und der Rest wird alles in der Farbe foliert. Alles was grob ist, wird noch schwarz foliert. Also der Wagen wird dann auf jeden Fall ein paar Akzente bekommen, wird auf jeden Fall ein Hingucker werden. So, ich würde einfach mal sagen, bleibt dabei. Guckt uns zu, wie wir den Wagen früher in den Schnittaufnahmen und später weiter Wagen fertigstellen. I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I just need some closure. Was musstest du lassen? Ich finde, dass die Leisten Kontrast geben bei dem. Natürlich, man sieht viel geiler aus. Oder? Also, ja. Du findest auch, oder? Tausendmal, natürlich. Es gibt auch Leisten mit Carbon, die sind noch schöner. Kann man aber auch die Nachricht. Also, die bei der G-Klasse da draußen, der weißen, die wir haben, da sind Carbon mit drin. Aber das ist sowieso krass mit G-Klassen. Was? Also, wer jetzt jeder das Video gesehen hat von Alltag, der G800, da hat man ja gesehen, dass heute 4 G-Klassen hier waren. Also kam gerade noch ein, die war jetzt nicht im Video zu sehen. Ein Familienhaus. Ja. Ja, die G800 ist krass. Aber ich meine, wir hatten heute 4 G-Klassen hier. Wir hatten heute einfach 1 Million Euro hier stehen. Alles zusammen also, nicht eine. Ich glaube, der G800 ist richtig teuer. Was kostet denn der? 500, 600, ja, irgendwie so. Der hat ja die Innenausstattung hat er ja nicht gemacht, ne? Die Innenausstattung ist ja original AMG. Okay, dann ist es noch ein bisschen günstiger. Ja. Trotzdem krass. Und dann haben wir noch den Dings gehabt hier. Die Corvette heute Morgen. Die Corvette. C8, nagelneu, hat er gestern abgeholt. 120.000 Euro Ding. Hat vor anderthalb Jahren 20.000 Euro angezahlt und durften gestern abholen und hat nochmal den Rest. Kann jetzt nochmal verkaufen mit Gewinn, wenn er will. Ja, weil jetzt warten die Leute 3 Jahre auf ihre Autos. Krass, Mann.
Der kann jetzt direkt verkaufen. Und wenn du nach Amerika gehst, kriegst du morgen eine Corvette, wenn du willst. Das weiß ich nicht. Da gibt es die wie Sand am Meer. Die neuen? Na klar. Es geht ja auch gerade wirklich alles nur, auch nicht nur ums Produzieren, auch ums Verschiffen und alles so. Mhm. So, auf jeden Fall haben wir die Leisten wieder originalgetreu wieder zusammengeklebt. Ne, man hat hier, so wie es original auch gewesen ist, die ganzen Kleber drauf. Und hier auch eine Möglichkeit, dass das Wasser hier drin rausgeht, damit es da drin nicht vergammelt. Deswegen haben wir auch alles schön abgedeckt. 3M Doppelkleber, sehr wichtig. Mit einer hohen Qualität muss man das natürlich machen. Und ich habe letztens einen da gehabt, der Dicker. Ich weiß nicht, was abgeht manchmal. Da kam ein Kunde, der hatte einen Wagen irgendwo anders foliert, nicht bei mir, mit Spoiler dann alles drum dran. Und da löst sich die ganzen, diese da unten, die ganzen Mercedes, die Leisten lösen sich, Spoiler löst. Er sagt, bitte, kannst du das für mich kleben? Ich meinte, ja, ich baue die ab, Dicker, die war mit Teppichkleber geklebt. Kennst du diesen dünnen Teppichkleber? Nein, diesen Doppelkleber war. Teppichkleber? Der weiße? Was denkt man sich dabei, wenn man sowas macht? Hast du schon öfters erwähnt, dass andere so machen. Aber Teppichkleber? Das kann ich immer und immer wieder gerne erwähnen. Aber doch, hallo, Teppichkleber? Ist günstig. Was? Hä? Und für den ersten 5 Minuten hält es ja auch. So, ich gehe einfach mal kurz in Domäne rein. Oh, ich habe wieder eine G-Klasse. Okay, ich muss die Leistung nehmen. Ach, ich schicke mal einen Praktikanten zur Domäne. Ich rufe immer Teppichkleber schnell. Fährt auf der Autobahn. 200 km/h, bam, fliegt das Ding weg. Windschutzscheibe. Geradeaus durch, zack, direkt rein. Und dann? Dann ist kein Spaß mehr. Dann ist Schluss mit lustig. Oder was denkst du? Ja, so, mein Friends. Also, ich klebe noch schnell die ganzen Leisten hier ran. Müsst ihr natürlich jetzt nicht zugucken, weil dann geht das Video wieder ganz in die Länge. Ihr seht ja, der Wagen ist komplett foliert in einem Lime Green. Sobald ich fertig bin hier, mache ich noch ein bisschen was, einzelne Kleinigkeiten, hier zum Beispiel die ganzen Kleberreste noch weg. Mache ich noch vernünftig schön und dann geht es auch direkt zum Carporn. Wir haben alles, was unten rum ist, schwarz gelassen. Dach haben wir schwarz, Außenspiegel schwarz. Also auch sowas, so ein Style wie bei dem Enno und wie bei dem G500. Die kommen ja meistens in Blau, in so einem Blau wie dem von Enno und die kommen auch komplett schwarz rumherum. Ja, ich würde einfach mal sagen, wie immer, lange Rede, kurzer Sinn. Carporn los.